Ja, Ladies and Gentlemen, hallo. Und jetzt werfen. Und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Zu einer weiteren Folge von Metro Exodus. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich das ja schon gemacht habe in der letzten Folge. Es kann sein, dass das der Speicherpunkt hier war. Also da oben. Geh durch, na los. Es kann sein, dass hier der Speicherpunkt war, was ich ein bisschen irritierend finde. Aber ist nicht schlimm, weil zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen Aufnahme ist anderthalb Wochen, sind es anderthalb Wochen her. Ich habe es leider nicht geschafft, dazwischendurch mal was aufzunehmen. It's me! Überraschung! Hey! Keine Bewegung! Achtung! Steuereinheit beschädigt! Idioten! Es herrscht Krieg! Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender! Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen! Und niemand uns empfangen. Wortabschaltung eingeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht gut. In Berlin lebt auch noch jemand. London ist das aber nicht da. Hast du das gehört, Atjom? Ich würde sagen Rom. Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Warschau. Ja, Russland kenne ich mich nicht aus. Paris. Oslo? Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Arsch! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm! Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen. Ach, jetzt weiß ich, an welcher Stelle wir aufgehört haben. Vielleicht hören wir mal das. Bevor sie sich erholen. Das ist gerade ein Halsband umgelegt. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Ja, schleichen kann ich ja immer sehr gut. Schnell! Auf geht's! Gesichtsanimationen sind auch. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Die Gesichtsanimationen sind auch ein bisschen grenzwertig. Also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine. Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Ja, okay, an der Stelle ungefähr haben wir das letzte Mal Pause gemacht. Da haben wir noch ein bisschen Wiederholung, um was das letzte Mal ging. Ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Sehr, sehr gerne. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Ja. Die Lichtanzeige geht an, wenn du... Wenn du dich zu schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Atjom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Leider quatscht der nicht so rum, wie ich das gerne hätte. Gehen wir einfach hier weiter. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Was? Ich wechsle die Stellung, Atjom. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Wir nehmen nochmal die Maske ab. Ah, mit G. Für Gaske.
Wurfmesser. Entschuldigung. Ich habe keine Munition mehr. Kann ich hier wieder rein? Okay, das war doof. Ich dachte, der wirft ein. Ich dachte, der wirft ein Wurfmesser auf C. Deswegen hat er ihn mit einer Dose beworfen. Da oben ist auch noch einer. Welche Leiter? Die Leiter? Hinter dem Tor war was zu hören, sag ich dir. Das werden wir herausfinden. Zuerst kümmern wir uns um die anderen. Danach haben wir Zeit, mit ihm zu reden. Gruppe A, Lagebericht. Gruppe B, Patrouille in Hof- und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Wie viele Wachen haben Sie denn? Ich wusste ja nicht, dass ich Pistole habe, die Silence ist. Was? Wo? Aber wie komme ich denn hier weiter? Wie geht's denn hier weiter? Und da bin ich gekommen. Sie haben dich bemerkt. Ich gebe Feuerschutz. Ach doch, hier geht's doch weiter. Scheiße. Ja gut, dann machen wir das ein bisschen mit mehr Rumgeballer. Au, hör auf! Hallo! Nimm das! Hä? Immer noch zu. Was mach ich denn jetzt? Hier rein? Nee. Da hoch? Nee. Wachen werden uns nicht gehen lassen. Wir müssen. Artyom, der Feind hat sich im Visier. Schon wieder tot. Also dem. Das übt man noch ein bisschen. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Und ich erst. Also, dich zu sehen. Alles klar bei dir? Hey, Anna. Danke. In Ordnung. Wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein.
Kann geht ich da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig. Typ noch gerne. Ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her. Okay. Drei Schuss haben wir noch. Ready, Kid. Das Problem ist, ich habe hier nicht unendlich Munition. Ich muss da. Da ist noch einer dahinter. Na los, Artyom, schalt die Drehscheibe ein. Ja, Chefin. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Oh! Von wo? Da oben. Vielleicht sollte ich mal ein Medikit benutzen. Au, 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 au. Was ist denn da los? Ah, das gehört zum Spiel. Sorry, ich muss mal kurz alles ein bisschen lauter machen. Au. Sieht ja hier kaum die Hand vorm Augen. Ist das der Handbetrieb? Lass uns das gemeinsam machen. Achso, okay. Das habe ich vorhin schon vermutet. Nur ein bisschen. Ich muss noch erstmal wieder ins Gameplay reinkommen. Also hab Verständnis. Hey! Hör doch gleich so aggro! Ich glaube, Anna ist ein bisschen rallig. Das ist wieder ein bisschen laut. Setzt die Masken auf! Die Dichtungen könnten beschädigt sein! Ist das? Okay. Das ist das. Wir haben den Zugführer mit zwei Komplizen festgenommen. Ende. Ach, Scheiße. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft, was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Verhelft uns! Anna, was zum Teufel? Tion! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt für Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen... Scheiße! Das verstehe ich jetzt nicht. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mischkerle haben auf Tion geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Krass, jetzt verstehe ich das. Keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender?
Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann, die Klappe Frauen, halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Es gibt einen Kampfzug? Und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich Sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier kann. Also gut, Spartaner. Werf die da über Bord. Und dann voll dann voraus. Mit Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Hä? Frische Luft draußen? Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater Ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht. Ein bisschen weird gerade. Geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber Sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von Ihnen. Es ist gerade ein bisschen weird. Kampfzug? Das ist ja cool. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Uch. Okay, ist nicht so cool. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und hast nichts gesagt. Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay. Wir halten an. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Gerne, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ach. Endlich etwas Vernunft! Jetzt bis zum Hals weiterbrennen! Die Granaten werden ihren Lack kaum ankratzen, also? Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen! Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Ich habe mich gar nicht freiwillig gemeldet! Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Ich habe mich überhaupt nicht freiwillig gemeldet. Heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spätschur? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Ah, hier. Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt. Lange wird er eigentlich das. Wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Kuh.
Und tschüss. Das war seine Haltestation, der musste da eh raus. War jetzt nicht so beabsichtigt. Das war jetzt nicht so. Du Arschloch! Jetzt hast du es getan! Du, deine Lakai, deine Tochter! Ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Ich erschieße dich persönlich! In die Stirn! Du verdammter Kröppel! Das ist so ein mega guter. Shooter. Ich glaube, ich muss. Gehört das jetzt zum Spiel oder hätte ich den Filter auswechseln müssen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Es gehörte nicht zum Spiel. Wie ist denn nochmal, Optionen, Steuerung, Tastatur, Bewegen, Inventar, verschiedenes, schnelles Speichern, F5, Bewegen, vorwärts, rückwärts, hocken, ein, aus, ach doch, der hockt doch dauerhaft. Das ist ja dämlich. Kann ich das ändern? Ja. Filter wechseln mit T. Okay. Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakaien, deine Tochter! Ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Dich erschieße ich persönlich! In die Stirn! Du verdammter Krüppel! Vergesse dich fast! Alter, wackel doch mal nicht so! Aber warum sterbe ich denn jetzt? Ich habe doch den Filter gewechselt. Ach, meine Maske ist kaputt. Das sehe ich jetzt erst. Meine Maske war kaputt. Okay, Option. Steuerung, Tastatur, Inventar. Licht, Feuerzeug, Medikipack, Rucksack, Atemschutzmaske. Aber wie mache ich die denn ganz? Was zum Brennen? Sofort brennen! Stopp, ihr Arschlöcher! Ausbessern. Jetzt hast du es geschafft. Ah, okay. Du, deine Lakai, deine Tochter, ihr werdet alle nicht. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung. Kann der Typ mal aufhören, so rumzugacken? Ah, warum wackelt das so? Es lebt doch noch einer. Ja, aber wie hätte ich denn sonst hier durchkommen sollen? Alter! Wieso kriege ich einen Schaden von links? Wieso kriege ich denn hier Schaden von links?
Ist doch nichts, was auf links auf mich schießen kann. Yo. Check für dich! Ich bin nur ein Heizer! Ich gehöre nicht! Artem, platziere die Bombe so nah wie möglich am Kessel! Ich hätte einen neuen Job für dich! Das wird wehtun! Komm schon! Was man nicht ebenso alles macht als Freiwilliger. Und tschüss. Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Ja, Gott sei Dank. Ich das mal kapiert habe mit der Maske. Nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Das hat doch keiner überlebt, das weiß doch keiner. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ja, hoffe ich auch. Gut, meine Lieben, wir machen aber Feierabend an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge von Metro Exodus. Kommen jetzt wieder jeden Tag Folgen, ich nehme jetzt auch auf und habe jetzt auch die Zeit zum Aufnehmen. Also, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.